Los. Lache, aber jetzt geht's los und jetzt wird's auch ernst hier. SDN gegen Beigel und Meigel. Bo 5, erstes Match. Auf PS2, ja, das ist eigentlich gefühlt das neue Smash-Spiel geworden, ne? Ja, PS2 ist halt so. Das PS2. Ja, ist ein guter Starter für mich. Ist ne. Doch, doch. Stabiler Starter, so, das kann man nichts gegen sagen. Und bisher hier Even, die beiden rufen sich noch ein bisschen ein. Haben heute auch noch nicht gespielt im Bracket, ne? Erstes Mal, dass sie aufeinander treffen, oder? Ja, aber ich glaube schon jetzt. Bei den letzten Indie-Sets haben die immer gegeneinander gespielt. Wie ist es denn das letzte Mal ausgegangen zwischen den beiden? Weißt du das? Kann ich dir nicht sagen, nee, weiß ich gerade nicht. Aber es ist immer spannend zwischen den beiden. Ja, auf jeden Fall interessant, da mal so eine Bilanz zu haben, weil so wie ich mich erinnere, war es immer ziemlich knapp. Ah, okay. Jo. Aber es wäre zu high-tech, wir müssen uns hier konzentrieren. Weißt du, hat schon sein erstes Leben verloren. Das habe ich gerade gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Ich habe hier so heftige Signale von hinten bekommen. Wir müssen uns hier technisch noch ein bisschen eingrooven. Entschuldigt, aber wir sind wieder voll da. Und SDN hier mit einem starken Lead derzeit. Mhm. Bau dich nochmal auch noch weiter aus. Ja, das spiele ich in der Edge. Spiel, aber ja, schon klingt raufkommt. Die Dose fliegt auch wieder runter. Und hilft. Ja, das Timing ist nicht so ganz. Oh, jetzt aber okay. Hier vielleicht eine Twitter-Euro. Nee, nicht. Schon ein bisschen 4%, ne? Ein bisschen in die Dose werfen, das geht aber. Da wurde ein Bauarbeiter raus und. Nee, ja, okay. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie eine Backgear oder sowas. Das ist auch gewesen, aber hier die Dose. Ja. Ganz klarer Fall hier. Ganz klarer Fall von Dose. Cool. So, und da hat er eigentlich ganz gut aufgeholt jetzt den Lead, ne? Ja. Schon fast wieder, also Even würde ich es noch nicht nennen, aber auf jeden Fall holt Beiß wieder auf hier. Na, guck mal, ich habe Twitter-Kombos rausgeballt werden. Ja, da werden ja ordentlich welche rausgeballt in der Regel. Ballen ohne Ball. Frisbee, Dose. Oh, guck mal, schon fast Even. So, jetzt hat er ihn sogar wieder eingeholt. Oh, ja. Kann es gehen, also. Hat auch Dackern, ne? Also, Beißer macht da ein, zwei Conversions und dann geht es schon. Okay, jetzt bekommen wir hier auf jeden Fall ein bisschen Game-Sound. Also Dash-Attack ist einfach brutal. Sehr nice. Vielen Dank, Lennart. Vielen Dank an die Technik. Der Techniker. Was sagt denn der Chat so? Sind wir aktiv hier? Wer guckt zu? Seid ihr am Start? Okay, guck mal lieber zu, ey. SDN guck hier auf jeden Fall wieder mit einem starken Lead. Stock-Lead. Ja, das ging wieder schnell. Obwohl Beißle ein bisschen geführt hatte. Also wieder, Ja, das ist halt so ein krasses Hin und Her bei den beiden. Aber ich würde behaupten, dass das erste Match jetzt schon auch wichtig ist, so gerade fürs Mindset. Ganz klar! Okay. SDN Offstage. Dose. Oh, das war fast fies. Kelleck. Dass sowas noch nicht trifft. Aber. Guck. Aber Beißel hat auf jeden Fall Bock, das Ding hier noch zu holen, ne? Will ich mal behaupten. Okay. Ja, Icon Lead ist natürlich schwierig. SDN hält das Stock hier auf jeden Fall. Das macht er echt gut. Also gut. Oh, Beißel muss halt jetzt, wie einfach jetzt reingeklatscht. Muss er langsam was machen, würde ich sagen. Jetzt muss er langsam das Stock holen. Das wird das hier ganz eng, weil der Rage ist auch da. SDN geht weit offstage. Aber die Dose und das war's. Okay, jetzt wird's nochmal richtig spannend. Jetzt nochmal richtig spannend hier. Trommelwirbel. Meine Hände schwitzen, aber ich bin ehrlich mit euch. Schon ziemlich spannend hier. Jetzt hier aber eine Combo. Mit der Dose vielleicht. Dose. Okay, keine Conversion. Wird. Oh, nee. Offstage. Gefährlich. Kriegt ihn da nicht. Nee. Dose hat gerettet, okay. Dose ist. Und jetzt nochmal? Nee, das war es, aber richtig weggefetzt. Dose hat einfach gerettet. Das ist schon ziemlich unfair, die Dose, muss ich sagen. Dose ist schon ziemlich unfair, aber auch gar nicht so unfair. Was denn, Digga? Ja, 1-0 für SDN. Mal gespannt hier.
worauf Beißel jetzt counterpicken wird. SDN kloppt sich einmal durch NTL. Bis jetzt schon. Aber wir ergreifen hier auch keine Partei. Also wir sind wirklich hier völlig parteiloses Commentary. Wenn wir sagen, dass etwas unfair ist, dann auf beiden Seiten. Ja. Yeah. Immer unfaire Sachen. Na klar. Na klar. Ist klar, oder? Oder nicht? Natürlich. Okay, weiter geht's hier. Game 2. Ey, 2. Wieder auf PS2. Wieder auf PS2, okay. Ja. Ich hätte gedacht, irgendwas ohne Plattform, aber vielleicht ist es doch chilliger, da eine Frisbee-Scheibe oder eine Dose rauf zu ballern. Ich habe das Gefühl, dass Michael die Map ganz gern spielt. Ich dachte mal, FD ist seine Favorite Stage. Dachte ich. Ja. Kann vielleicht sein. Wegen Ike oder so, ich weiß nicht. Kann auch sein. Mhm. Aber bis jetzt ja alles Even Steven. Schon wieder ein Even Steven Ding hier. Wo ist ein Dr. Easy eigentlich? Ich glaube, der spielt das gar nicht. Kennst du den noch? Dr. Easy, ja, wie kommst du auf den? Dr. Easy. Bist du an Dr. Easy? Hm. Das Ding ist, das war so ein riesen Unterschied jetzt für das ganze Match, wer das erste Stock holt, ne, bei den beiden Chars. Oh, sehr so unfair. So eine Trash F-Smash Kacke. Back Air, Fiese einmal Back über die ganze Stage rüber. Aber jetzt verfolgt ihn auch, übertrieben heftig. Mit Sidebeast über die Stages wird geballert. Oh, ein Downhill. Oh, Dose Gunman Fusion. Dash Attack. Was war das? Hat er gedragged out? Na, irgendwie wollte er es gleich machen, aber. Irgendwas ist da passiert, was ich nicht so ganz gecheckt habe. Oha, die Abwehr hat gesehen, dann auch schön mal getroffen. Yeah. Stock liegt schon mal, wichtig fürs Gemüt. Oh. Hätte, oh. Oh. Okay. Muss jetzt aber aufpassen. Spielt ganz schön aggressiv immer noch hier mit so 140%. Und ja, da geht er auf Stage. Das war... SDN ist irgendwie aggressiver geworden, habe ich das Gefühl, in seinem Playstyle über die letzten Male. Ja, schon. Macht auch nochmal so Offstage-Sachen. Ja, scheint ja echt zu klappen gerade. Jetzt hat er da immer ganz gerne auch ein bisschen gestampft. Aber hier holt er jetzt auch mal den etwas aggressiveren Ike raus. Und das scheint zu funktionieren. SDN jetzt mit einem leichten Lead hier. Beißel schon ein Kill Percentage. Muss aufpassen. Einfach down, ja. Aua, wow. Abwehr. Bei den Prozenten. Abwehr immer noch so stark, ne? Ziemlich unfair. Schon fies, ja. Ja, aber ist schon. Hat auch eine gute Range, Alter. Eichschwert ist echt schon. Nö. Ja. Ja, ab die auch, ne? Die fetzt auch übelst an. Die wurde ja auch gebufft. Ja, wurde sie? Ja. Macht 19% oder so, ne? Boah! Ja, die Dose. Das macht Beißel gut. Ah, das war. Aber das war's, ja. Der Schittag. Und das ist dann auch so der schnell Killer gegangen, einfach so wirklich. SDN überrennt einen dann manchmal so. Mhm. Ja, das ist schon heftig, wie er. Das ist schon krass, ja. Den Playstyle so anpassen kann. Krasse Performance auf jeden Fall hier von SDN. Jetzt wir gegen dann. Als wir gegeneinander gespielt haben, Mongre Singer oder Mahangre Singer oder Bang? Der Hunger. So, was sagt denn der Chat hier? Sagt der Chat. Leute, seid ihr noch wach? Habt ihr Bock? Oder was, Digga? Wir sind also am Start. Wir sind auf jeden Fall gespannt hier. 2-0. Ist noch alles drin. Beißel der Meister auch einer, ein Kandidat, der immer gerne auch Comeback startet. Deswegen bleibt mal abzuwarten hier, wer die dickste Klatsche kriegt heute. Wird spannend. Wird spannend. Ja. Battlefield. Battlefield, okay. Genau, Battlefield. Alles klar, Weigel. Ja, Battlefield ist so echt einer der schönsten Stages. Ist einfach die schönste Stage. Ja. Die ist einfach schön. Schön hell und du kannst irgendeine Mucke raufballern, worauf du Bock hast. Ja. Ist so. Fliegt nicht so viel rum. Nee. Ganz entspannt einfach. Hintergrund ganz. Ja. Danke, Sakura, für Battlefield. Oh, aber hat die. Boah, aber ist echt so. Diese Downhill Fair und so auch, ne? Ja, das ist auch noch bei den Prozenten connected, das ist schon heftig. Das ist echt heftig. Das killt einfach auch.
Ja, guck mal, mit der Fair kann doch er so. Nicht, wow, der hat auf der Seite ja, nicht ganz was, klar, Alter. Ganz klar, ganz klar, ganz klar. Ja. Ja, und SDN hier entsprechend mit einem krassen Lied wieder. Um 21% ab. Einfach überrannt. Ja, das ist echt gewonnen hier. Das sehr, ist doch. Sehr positiv überrascht, dass er auch so einen Playstyle hat, weil wenn ich gegen spiele, oder vielleicht weil es Snake ist, dann ist es immer schon so ein Rumgewarte von uns beiden. Aber hier schöne Kombo auch vom Beißimmer. Mhm. Aber wichtig, da müssen wir jetzt ein bisschen mehr von sehen. Ja, wenn er da irgendwas noch reißen will, dann müssen ein paar Twitter-Kombos raushauen, aber ist nicht einfach gegen SDN. Ist nicht einfach. SDN, beide hier natürlich auch im Losers. SDN will das auch holen. Mhm. Aber beide auch. Oh, schön. Schöner Smash. Oh, 40%. Smash. Okay, 40%, das geht. Das ist eine Twitter-Kombo. Aber 2-0 ist halt auch schon mal okay. Ist auch ein guter Pressure halt so, ne? Ist ein Pressure auf jeden Wenn Fall. Wenn 2-0 zurückliegst, dann... Jetzt muss auch was passieren. Da muss man und nicht erst im letzten Stock anfangen, wirklich aggressiv gut zu spielen, sondern da das muss man jetzt was ändern. Da muss jetzt was passieren, ja. Und das sieht doch schon mal ganz okay aus. Mhm. Mhm. Okay. Ziemlich even hier. Oh. Heftige Golfdose. Oh ja, F-Smash, ja, oh, ja. Ziemlich unfair der F-Smash, muss man ja auch schon mal nebenbei erwähnen. Und da hat er ihn aufgeholt hier. Oh, Down Air. Also Down Air. So, Beißel muss das jetzt holen. Oh, back, even, ja. Okay, ah, ja, Last Dog Situation. SDN könnte jetzt den Topf zumachen hier. Ja, wir können den Topf zumachen, ja. Und dann den Topf zumachen hier. Well, ins Loser-Fight jetzt. Will Beißel das nochmal wissen, Digga. Will er es nochmal wissen. Ein Game holen für die Ehre. Mal gucken, ob das drin ist. Also ich gehe davon aus, dass wenn er das jetzt holt, dass er den nächsten auch holen könnte. Auf definitiv. Gar keinen Fall. Ich werde mein ganzes Haus auf SDN. Ey, wir sind hier nicht parteiisch. Ja. Ist so. Natürlich, ey. Oh, wow. Gefährlich, Alter. Schon fast ja, bei 97, ne? Oh, die Ecke, das ist gefährlich. Kelleck, Digga. Jetzt ist natürlich Offstage-Situation wieder. Dose geht hoch, ja, ja. Ja, jetzt Dose aufpassen, hat was jetzt? Oh. Oh, der S-Smash, okay. Jetzt SDN offstage. Oh, nee, was nee, nee. Aber kann er machen, weil das halt echt Edgar, safe nee. Ist. Schon wieder neutral. Oh, oh Gott, oh Gott. Ich hab das schon, ist wirklich oh, hier. Alles gerade gesehen, Digga. Alles. Lass es, oh Gott. Von der Ecke weg da, Junge, was macht er? Oh. Okay. Okay. Irgendwie muss ich eine Dose treffen, damit. Oh. Damit halt irgendwie in der Luft rumfliegt. Das ist ja da oh. Ecke und oh, geht für aggressiv on stage. Abtilt, alles klar. Oh, oh Gott, oh Gott. Oh ja, Alter. Oh, kein Grab, okay. Ich weiß nicht, ob der Grab da safe gewesen wäre. Als Punish, aber. Hat Dash Attack eben gemacht, ne? Mhm. Ja, ah, wäre schon drin gewesen. Ab er. Oh, da geht er aber bisschen wieder zur Ecke. Ja. Holt sich nicht die Stage Control aus der Mitte. Und das ist. Oh Alter, da hat eine Dose weggehauen. Dose, ey. Digga. Ja, das so ist ihm zum Verhängnis geworden, ein. Das Positioning da gerade. Weißt du, hätte er nicht an den Rand gehen sollen. Hätte er mal in die Mitte gehen sollen. Ja? Dann wurde er von seiner eigenen getroffen, von einer Dose getroffen.